Ja? Ja, das ist eigentlich der See. Der See? Der schätzt schon auf. 20 bis 30.000 Jahre. Da sind früher die Gletscher von Zermattäusser und der Riegletscher hier so durchgezogen. Und haben das also geformt und ausgeschliffen. Und da sind also Löcher geblieben. Also ist da wurde der See entstanden. Ja. Und stell dir vor, hier ein Brüher hat vor 2350 Jahren schon in ein Bäumchen gefällt. Wo weißt du das so genau? Das weiß ich so genau, weil ich habe hier im Brüfer mal gewohnt und dann hast du den See im 1980 saniert. Der war irgendwie am Ersticken. Mhm. Wieso, weiß keiner genau. Und dann hast du ausgepackert, das Ganze. Und dann hast du ein unheuerer Schwette Holz gefunden. Baumstämme, Summe 6000-jährige. Gell? Und dann hast du zwei Holztätze gefunden. So. Stückchen, die genau siehst, dass die mir mal Bieli bearbeitet haben oder gefällt haben. Und das haben sie dann untersucht. Und der eine war 2350-jähriger. Und der Gräser, der ein bisschen besser erholt hat, ist 1000-jähriger. Also, es ist eigentlich unglücklich. Zu der Zeit hier schon letztes. Ja. Und wo sind jetzt die Holztätze? Die Holztätze sind jetzt im Brienischen Museum. Die sind in diesem Jahr, also 2019, in der Balloberg erreicht. Das ist das Museum in Bero. Mhm. Und da sind die sicher an 30 Jahren gewesen. Und jetzt konnten sie schauen, dass die hier zurückkommen auf Griechen. Und jetzt sind die hier im Brienischen Museum. Und ich glaube, eine super Sache. Mhm. Oh, das ist genau. Und dass wir heute im Besitz von diesen Bäumstämmen sind, ist dem ein riesiger Zufall zu verdanken. In dem Sommer 1980 war nämlich zum See als Lager die Schuljugend von Uitikon. Das ist eine Gemeinde in Zürich. Und die ist des Tages ein Gemeindevertreter von Daga besuchen. Und wie es der Zufall will, ist das der Ernst Schär vom Institut für Wald, Schnee und Landschaft. Spezialgebiet Wald- und Torfmoore. Der ist da durch und hat gesehen, dass da gammelweisse Bäumstämme weggetan haben. Und der hat sofort gewusst, um was das da geht. Der ist er gegangen und hat einen Stopper gewirkt, dass er das Zeug untersucht. Der hat mir den Auge gewährt. Und wie wichtig das für ein Greco war, oder vor allem für die Erforschung des Wald, das kann ich vielleicht kurz sagen. Der Fund ist für Greco eine wahre Sensation. An diesen zwei Baumstämmen können wir die ältesten bis jetzt bekannten Spuren feststellen, die Menschen hier in unserem Gebiet hinterlassen haben und die zeitlich genau eingeordnet werden können. Der Fichtenstamm, der leider nur als Bruchstück gerettet werden konnte, ist rund 2500 Jahre alt. Er ist um Mitte der Eisenzeit gewachsen und um 400 v. Chr. Mit einem Metallwerkzeug bearbeitet worden. Als Eisenzeit wird der Zeitabschnitt von 750 bis 15 v. Chr. Bezeichnet. Ja, aber wir reden doch hier noch die Funde aus der Bronzezeit, wo der Franz Walter 1920 einen Brief vom Krüterenburg gefunden hat. Sind das sicher älter? Klar sind die Werkzeuge älter. Die stammen mit Sicherheit aus der Bronzezeit. Aber wir wissen nicht wie und vor allem wissen wir nicht wen die hierher gekommen sind. Das wird wahrscheinlich für immer als Rätsel bleiben. Was hat denn da der Lehrling Holztätz für eine Bedeutung für uns, die wir am 29. Juni in den Ballenberg erreichen und zurück auf Griechen bringen? Als Leihgabe ist der Lehrlingstamm dazumal dem Förderverein vom Waldmuseum in Ballenberg ausgehändigt worden und ist nach einer bestimmten Zeit in dessen rechtmäßigen Besitz übergegangen. Das Besondere an diesem Stamm ist, dass man dann anhand der Dendrochronologie
absolut het kunnen datieren. Was heisst das? Das heisst, die Wissenschaftler können auf das Jahr genau sagen, wie der Baum gelebt hat. Der Baum ist 822 nach Christus gekeimt und ist 340 Jahre alt gekommen. 1162 nach Christus hat er den letzten Jahrring gebildet. Das heisst, der Baum ist erdorret und hat danach noch ungefähr 30 bis 40 Jahre Dürre dagestanden. Das Wurzelwerk ist erfüllt und der Baum ist gestützt. Da hängt noch, aus welchem Grund auch immer, mit einem ISO-Akschi abgekommen. Was sagen die bearbeiteten Stellen an diesen Holzstämmen uns? Was hat das für eine Bedeutung? Die bearbeitete Stelle an diesen zwei Stämmen lehnt den Schluss zu, dass sich zur ISO-Zeit hier in unserer Gegend bereits Menschen dauerhaft aufgehalten und den Wald genutzt haben. Wie oder wo bist du selber eigentlich zuerst mal mit dem Thema Holzdotz konfrontiert worden? So genau weiss ich das heute nicht mehr. Ich hatte noch Schule gehabt. Da sagt mir eines Tages der Reinhard, Greco kennt ihr vom Büro Wald, Schnee und Landschaft, WSL, in Birmensdorf ein paar Stammscheiben aus dem Grechersee zurück haben. Wärst du interessiert, die in Birmensdorf zu reichen? Der Silvio Walter war derzeit Präsident der Stiftung. Darum habe ich ihn gefragt, ob er mit mir käme. Miteinander sind wir auf Birmensdorf gefahren, für das Material zu reichen. Da habe ich das erste Mal Kontakt mit dem Herrn Ernst Schär, der 1980 zum See die Ausgrabung geleitet hat. Auf seinem Büro hat er uns fast zwei Stunden lang über seine Arbeit in Greco informiert. Zuletzt hat er uns drei bearbeitete Stammscheiben, 4.000 bis 5.000 Jahre alte, poliert und beschriftet, mit auf den Heimweg gegeben. Dazu ein Satz von Foto über den Verlauf der Ausgrabung am See. Das Stammscheibe existiert, das haben wir ja gewiss, aber vom Holzdotz wahrscheinlich nichts. Wie bist du da drauf gekommen, dass der existiert? Bei diesem Foto ist auch ein Bild von dem Holzdotz gesehen. Aufgrund von dem Bild habe ich zwar gewiss, wie der Stamm Appa aussieht, aber der Holzdotz selber ist schon im Freilichtmuseum zu Ballenberg gewesen. Jetzt ist der Holzdotz jetzt zurück in das Museum, du hockst daneben. Und wie ist das gestanden? Fero, im Östtag habe ich mir gesagt, jetzt gehst du auf Ballenberg, der Holzdotz wenigstens einmal geschoben. Das war am 8. Juli. Zweimal bin ich den Sektor Wallis abgelaufen, aber ich habe noch nie einen gesehen. Da habe ich den Schmidt und zuletzt auch noch im Ausgang die Kassiererin gefragt, was der Holzdotz könnte sein. Die haben nichts davon gewissen. Aber sie hat mir versprochen, nachzufragen und Bescheid zu geben. In beiden Orten habe ich Adresse und Nattelnummer hinterlassen. Tatsächlich habe ich nicht lange danach von beiden Instanzen eine Rückmeldung bekommen. Mit dem Kurator vom Freilichtmuseum Ballenberg, Herr Anton Reisacher, konnte ich noch ein Rendezvous abmachen. Am 11. Oktober 2018 sind wir zu dritt, der Job, der Reinhard und ich, miteinander auf Ballenberg. In der Abteilung vom Waldmuseum haben wir den Holzdotz endlich gefunden. Im Verlauf vom Hängert hat der Job die entscheidende Frage gestellt. Wäre es möglich, dass wir den Holzdotz zurück auf Greco könnten bekommen? Zur allgemeinen Überraschung hat der Herr Reisacher ganz positiv auf die Frage reagiert. Allerdings hat er gesagt,
dass er uns da nichts versprechen kann. Für die Abteilung Waldmuseum ist der Förderverein für Forstwesen zuständig. Die Präsidentin von dem Verein ist Frau Sandra Limacher. Er hat uns die Adresse gegeben, damit wir uns mit dieser in Verbindung setzen können. Sofort hat der Job die nötigen Kontakte geknüpft und am 25. Jänner 2019 sind wir mit dem Komitee vom Förderverein für das Forstwesen in Hofstetten bei Belloberg zusammengekommen. Unser Gemeindepräsident, der Christoph Biener, hat uns jetzt mal begleitet und hat unser Vorhaben und Tat kräftig unterstützt. Der Entscheid von diesen Leuten ist für uns positiv ausgefallen und so haben wir schon da genaue Abmachungen treffen und haben zusammen den 29. Juni 2019 festgelegt, den Holzdotz in Balloberg abzuholen und zurück auf Grächo zu bringen. Neben dem leichigen Holzdotz hat es ja noch einen kleineren Fichtenstamm, der ja noch ein Stück älter ist. Wie bist du zu dem gekommen? Für mich ist das die Überraschung. Ich habe gar nicht gewusst, dass der überhaupt noch existiert. Der Job hat mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, zu einem Holzdotz noch die eine oder andere Stammscheibe dazu zu bekommen. Ich habe mich mit dem Herrn Schär in Uitikon in Verbindung gesetzt. Am Telefon hat er mir gesagt, dass er auf das Material keinen Zugriff mehr hat. Aber im Speicher bei ihm hat er noch 3 Stammscheiben und ein Stück Fichtenholz. Dazu hat er da auch noch eine Menge Fotomaterial und andere Unterlagen zu der Ausgrabung. Das gebe er mir gerne. Am 25. März 2019 habe ich das Material dem Herrn Schär in Uitikon reichen. Ich habe das Müll fast nicht mehr zugebrungen, weil der Herr Schär mir das Stück Fichtenholz in die Hand gedrückt und dazu erklärt hat, das ist der Teil von der Fichte, der 400 Jahre vor Christus ist bearbeitet wurde, wo wir aber nicht mehr als ganzen Stamm retten konnten. Also wie sind wir jetzt auch im Besitz von dem bearbeiteten Fichtenstamm, was zwar wesentlich kleiner, aber nicht weniger bedeutend ist. Immerhin ist dieser kleine Stamm rund 1500 Jahre älter. Schön am Samstag im Juni haben sich ein paar von der Stiftung Griechische Heimat auf den Weg gemacht, die 2 Holzdetzka zu reichen. Die Stimmung war zum Anlass entsprechend gut und das Wetter hat auch gestimmt. Ja, das sind ja die richtig verdraht und Pickeraden. Nach einer kurzen Orientierung durch den Job ist der Gemütli durch das wunderbare Naturmuseum gegangen, was alle paar Meter ab zu beschauen gibt. Aber schauen Sie selber. Bald darauf haben wir das Haus erreicht, das Ende des 15. Jahrhunderts in Sachsenburg, Kanton Obwalden, erbaut wurde. Jetzt hier im Balloberg dient das Haus der Ausstellung «Der Wald unserer Welt», weil Isha Holzdotz die letzten 25 Jahre daheim war. Geschätzte Freunde aus Grächen, geschätzte Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste. Ein einmaliger Moment, wo wir das Stück, das Holzstück, etwas real wissenschaftlich untersuchen lassen, in die Sammlung aufnehmen.
Damit ist der heutige Tag eigentlich in die Geschichte von Griechenland ins Tal gekommen. Vielleicht sind es uns so nebensächliche Sachen. Und im Jahr 1295 ist dann Griechenland in einem Schriftstück erstmals als der Granis erwähnt. Das Museum anschauen. Gut, nochmal danke vielmals allen, die geholfen haben. Ja, Andreas, hast du den Stamm symbolisch übergeben? Ja. 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 Wer holt den über? Gut. Ja, jetzt nochmal da hin, Gerl. Gut. Ah, ja. Du bist das Chat. Ja. Ja. Nochmal. Hey. Mach also. Gut. Oh, gut. Andreas, gute Leitung. Nach einer gelungenen Übergabe und einem gemütlichen Apero ist er wieder heim ins Wallis auf Griechenland gegangen, wo aber schon sehnsüchtig von einer recht betriebenen Leute erwartet worden sind. Sättige, wenn kein Christen hat, schlafen nicht gut. Ha! Merci! Für das nicht Kompliment. Jetzt kannst du mit dem Morgen und langsam aufhören. Da ist dann Wurm über den Weg. Mach jetzt so und dann das Bierchen ansetzen. Und sonst dann du dir für Gott noch zu viel heute verhungern. Wir haben schon morgen keinen Vorruf. Es ist nichts zum Sagen. Greife drös mal! Der geht jetzt langsam da unter. In ein paar Tagen kommt doch kein Mensch mehr nach Rehjuch wegen dem Böhmchen. Jo! Ich freue mich mal, dass ihr auch zahlreich seid. Und wenn man eigentlich relativ gut in der Schule getreten hat, mehr oder weniger hat die Unterirdung den Angriff genommen. Bis 2003 haben sie insgesamt 17 Quellen gefasst, was der Vater haben sie dann. Und jetzt anschließend kommen die ins Museum, sondern ans Dorfmuseum. Und die war der Stadt. Da gehört nebst Griechen, wo selbstverständlich die Perle des Reviers ist, gehören dann noch die Gemeinden Staldo, Derbel, Emd, Eiste und Staldo Rieter dazu. Wird ihr den Wald bewirtschaften nach bestem Wissen und Gewissen, dass er euch in gesundem Zustand bleibt und für uns ist gesunder Zustand einfach das, wenn es möglichst viele verschiedene Altersklassen in möglichst kleinem Raum hat. Goethe. Yeah.